So, 5.700 am Tag, 10.000 pro Tag. Cool. Wie sieht's aus mit Strom? Ah, muss man bald wieder ein bisschen mehr machen. Wasser? Wasser ist auch langsam. Langsam knapp. Weil man hier war doch nicht so viel Wasser. Ölpower. Aber hier wird es auch langsam weniger an Wasser, was verfügbar ist. Das saugt das Zeug alles leer. Können wir hier noch? Nee. Gelände ist zu steil. Ach komm schon. Sollen wir da vielleicht. Wohin denn? Weiß nicht. Und da ist die komische Zentrale. Wir können hier noch ein bisschen Wasser hin. Dann habe ich drei solche blöden Wasserstellen. Und hier ist ja Verschmutzung. Wollen die Wasserstellen? Ja. Obwohl das ja noch nicht so schlimm wäre. Sag mal, ich habe ein neues Kraftwerk gebaut und krieg jetzt mehr Geld als vorher. Jetzt brauche ich ja diese dämlichen Filterpumpen, die kosten ja also mal doppelt so viel. Doppelt? Aber halt noch die Verschmutzung weg. Wer ist denn dieser Derb? Genau. Ich hoffe, das heißt. Weißt du, was wir noch brauchen? Was? Eine allgemeine Hochschule für die komische Industrie. Wiederverwertung für Metall ist voll. Nein! Ist wirklich voll. Ich glaube, das Metalllager muss näher dort hoch, oder? Oder muss das so? Da sieht man so ja irgendwo ein Dödel. Handel. Mist! Was? Ich hätte die Option gehabt, nur ein Industriegebäude abreißen zu müssen oder vier. Und hast du dann hätte ich schön an die allgemeine. Naja, nicht gewählt, also aus Versehen, ja, verklickt. Na, vor allen Dingen, hier siehst du Stau überall. Ach, schon Mist. Deswegen funktioniert hier nicht. Super. Ja, die können das nicht mehr wegliefern, das Metall. Jetzt kommt eh ein Fahrzeug durch. Stimmt, wenn die ja nicht mehr hier rumribbeln können, ist ja auch blöd. Ich hätte das Zeug hier oben hinbauen. Ich baue das Zeug dort oben hin. So. Können wir die hier unten nämlich abreißen. Hey. Das fällt mir natürlich erst jetzt ein. Mist, die Idee wäre wie immer gut gewesen. Ist nämlich bestimmt viel Wasser, genau. Naja. Dann kann man auf jeden Fall diese komischen Straßen hier wegmachen. Kann ich die wegreißen? Nee. Kann ich nicht. Geht nicht. Kannst du nicht machen. Wer braucht doch einen Würfel gegen Straßen? Kannst du nicht machen. Die kannst du wegreißen. Aha. Deine ganzen Transporter warten hier schon wieder. 2000 minus in der Stunde? Wieso denn das jetzt? Das ist ja fies. Gemein, oder? Ne, dass die wieder zurückkommen, nicht. Das ist fies dann. Oh, hier kommen beide Arbeit. Ich glaube, die kommen alle nicht mehr raus aus meiner Stadt. Weil das ist ja hier warum? So alles dicht. Hey, wie ich. Ja. Die kommen hier ja überhaupt nicht raus. So viel. Die ich glaube, hin und die andere Richtung. Die fahren alle von der Karte runter. Sieht man das eigentlich? Nee. Wasserturm hier. Quatsch. Und vor allen Dingen, so viele kommen ja gar nicht rein. Das muss ja irgendwann mal leer sein. Da werden so viele Autos gebaut, dass hier einfach immer Stau ist. Sind ja alle Straßen voll hier. Oh, der Krankenwagen kommt zu mir. Habe ich überhaupt Feuerwehr? Habe ich ja wesentlich. Oh, Bibliothek. So eine Mini-Klinik reicht für die ganze Stadt aus, du. Hoffe ich mal, jedenfalls. Hilfe und sterben die Mütter weg? Warum? Einfach so.
Ja, das war anstrengend. Mist, das ist vielleicht ein bisschen spät, die jetzt zu planen, aber machen wir mal. Wir probieren es mal. Wie sieht's hier aus? Auch ein paar Autos. Oh, ich habe schon den täglichen Gewinn an Rohöl mit 126.000. Nee. Das reicht das ist immer ja ganz schön viel. Ja, aber. Das Mist, dass ich das zweite Dings hier anbauen kann, weil da ist ja voll das Gebiet von Dings dazwischen hier. Einwohner und Commercial und so. $1,700 Barrelbark, da geht noch was. Ja, noch 200 GB für die Aufnahme, das passt. Da geht noch was. So. Also, sag mal, sieht noch gut aus. Was? Bei mir sieht's auch, also muss ich sagen, 8000 pro Stunde, 27.000 Einwohner. Ich habe zwar nicht so viel pro Stunde, aber trotzdem einen Haufen Geld. Ja, na, krass, oh Gott, warte mal, ich muss ja. Ich glaube, das Messegelände Konzert. Ach, für morgen ist die dann geplant. Aha, alles klar. Hier geht ja gar nichts mehr auf Rücke, hier ist ja alles voll. Ich muss bald einen neuen Reaktor hinstellen und der kostet einfach mal 1200 pro Stunde. Macht aber auch 200 Mega. Na, weil der einfach so viel braucht. Dafür kann ich das ganze Kraftwerk ja wieder anwerfen. Könnte ich. Ich könnte aber auch bloß das halbe. Will doch keiner einen neuen Reaktor haben. Nö. Oder du wirfst Geld drüber. Turbinengenerator und das andere ist ein herkömmlicher Generator. Das ist sowieso geschlossen. Wenn ich jetzt bloß eben aufmache. Ach, das geht gar nicht. Aha. Naja, ist ja egal. Moment, hier ist so ein komischer Wasserturm. Braucht ihr noch Wasser? Wird schon wieder knapp. Bei mir ist es noch super. Meine neue Filterpumpe aufstellen. Da passt keine hin, da passt doch keine hin. So, wird knapp. Wollen wir das so machen? Oder so, oder so? So. Langsame Feuerwehr schon wieder hier. Und noch mehr Gebäude. Scheiß zum Kotzen! Macht das auch die Feuerwehr weg? Ja, ja. Hochhäuser hier. Das läuft gut. Bohrtransaktion des Monats. Rohölbericht. 180.000 bereinigtes Einkommen. Im Monat. Ich kann upgrade meine Rohölzentrale. Yes, vor allem das kleine Riesenhaus. 800.000 täglicher Gewinn fürs nächste Update. Na, jetzt kann ich hier eine. Hey. Was ist das? Eine Gewerbeabteilung. Voller Wirtschaftsfanatiker, die nichts lieber tun, als die Ölpreise auf dem Weltmarkt steigen und fallen zu sehen. Die Wirtschaftsabteilung hilft ihnen, ihr Erdölprodukte auf den Markt zu bringen. Kostet nur 400.000. Aber eine Raffinerieabteilung kostet auch nur 400.000. Lässt sich nun Rohöl herstellen. Letzteres kann auch zu Treibstoff oder Plastik weiterverarbeiten. Die Erschließung anderer Marktbereiche kann ihnen helfen. Die Höhen und Tiefen. Ja, das passt. 400.000. Das Ding ist einigermaßen groß. Passt hier nicht hin? Ach so, wegen dem komischen Park. Nein, muss man den Park halt wieder abreißen. Tut mir leid, Park, aber es ist nett. Ach so, oder ist das. Ah, das ist, glaube ich, zu weit weg dann. Bestimmt. Deswegen könnte ich das nicht hier hinbauen. Na toll. Was? Jetzt wollen die Archäologie haben. Ja, naja. Können wir ja dann bauen, wenn wir 1 Million haben. Wie Archäologie wird doch schon gebaut. Kannst du doch annehmen. Ja, aber ich soll mithelfen hier. Schicken sie Zeug und so. Ja, na klar. Mach doch. Aber ich hab in kaum. Also so viel Geld aber dann doch noch nicht. Noch nicht? Ah, hey, jetzt kann ich eine Raffinerie bauen. Wie, wir haben kein. Warum habt denn ihr kein Geld mehr? Seid ihr blöd. Und die ist ja schuld, wenn er alles ausgibt. Groß. Passt die hier hin? Die passt hier hin. Ich habe ernsthaft zu wenig Geld dafür? Ja. Ja, einfach einen Kredit auf. Na klar. Hey, wir haben Barrel. Wir haben Barrel, alles Barrel. Wo ist denn meine Rohöl? Ich darf das Zeug nicht verkaufen. Weil wird das gerade überhaupt nicht verkauft? Rohölvorräte erschöpft? Was?
Geschlossen Lager, voll. Nix gibt. Können die jetzt hier machen? Verkaufen die jetzt? Garage hier für Ruhe. Fügt einen Transporter hinzu, der dem entsprechenden Konsumenten Plastik und Treibstoff liefert. Welcher Konsument? Ja, ich bin der Treibstoffverkauf. Können Sie Hersteller zeigen, anderen. Was bringt mir denn mehr Treibstoff bestimmt? Wie viel kann ich denn davon bauen? 4 Stück? Wohin hin? Was ist das? Polymere der Dingsbums? Weg damit. Boote brauchen wir bitte? Nee, oder? Klar. Ich hab keine auch Boote. Zu wenig Simoleons? Wie viel kostet denn das Zeug? Ach du Scheiße. Ruhelagerfall. Na gut, dann tut das jetzt erst noch mal schnell exportieren und dann. Hier würde sich ja so ein Flughafen anbieten. Aber wer braucht denn so einen Scheiß? Ach du meine Güte, ich muss erstmal irgendwie Geld hier reinkriegen. Veranstaltung läuft, naja gut, das ist natürlich blöd. Ich glaube, das Lager schafft das nicht mehr alles abzuholen. Du bist dankbar, habe ich gelesen. Ich? Für was? Für das, für den Rohöl, für hier, Krankenwagen, den ich geschickt habe. Ah, du hast einen Krankenwagen geschickt? Ja, sagt zumindest. Hier passt das nicht hin. Oh, das ist ja dämlich. Die Meldung. Aber so ein Teil passt natürlich hier hin. Oh, wenn diese. Diese komische Straßenzipfel hier nicht wäre. Den ich auch nicht abreißen kann, weil der die gesamte Dingszentrale wegmacht. Was ist denn hier noch? Immer diese Straßenzipfel. Ah, hier ist das komische Schild von der Handelszentrale. Das kann doch auch weg eigentlich. Kann ich da dann was hinbauen? Nein! Ach, das hätte ich auch. Das ist total blöd, habe ich hier gebaut. Mitten in der Nacht ein Gymnasium zu bauen, ist ja auch sinnvoll. Mhm. Da kommen ja bestimmt schnell die Arbeit. Überlagerung. Ach so, kann ich jetzt. Ah! Kann ich denn hier noch so? Das ist ja cool aus. Okay. So. Was ist hier? Versandlager. Brauche ich den Mist noch? Raffinerieplan. Stellen Sie innerhalb einer Stunde einer einzigen Stadt 40 Tonnen Barrel Treibstoff. 40 Barrel Treibstoff. Ja. 40 Tonnen Kisten Plastik. Ich habe gar kein Plastik. Aber da könnte ich jetzt. Das Lager eigentlich umfunktionieren. Zu was denn? Zu dem Verkaufslager quasi. Verkaufslager mit Verkaufsschlager. Hey. Mach aber immer noch 3000 minus. So, das ist natürlich weniger. Ja, das ist. Beschissen ist das. Ich muss ja irgendwie erstmal für positive sorgen. Was sind das für Hochschulen? Ist mal zugemacht. Ist das Projekt mal fertig? Ja, das ist fertig. Dann schließen wir erstmal. Oh, da gibt es 4000 mehr im Monat. In der Stunde, das ist cool. So, jetzt sind wir erstmal ein Plus. Nun, was wollte ich bauen? Hey, der baut und baut und baut. Wie geht denn das? Kann ich denn jetzt auch einfach so einen Umschlagplatz bauen? Der ist doch eh viel geiler. Nirgendwo Platz, was ist das? Eine Pumpstation. Wie macht die? Das ist nervig, hier ist nirgendwo Platz. 213 Kiloliter pro Stunde und die macht auch so viel Mist. Platzprobleme. Was ist hier eigentlich? Kann ich denn hier noch so einen Umschlagplatz hinbauen? Zu wenig Geld? Na klar, 58.000. Ja, die bauen sich aus. Bringt das Messegelände? Ja, die das auch. Bringt wieder viel Geld.
So, jetzt wird's Zeit. Rückzahlung. 300.000. Was ist denn hier jetzt? Das Ding ist doch schon voll. Ich sehe es doch. Mist, ey. Ich baue mal noch ein Öllager. Dann können die ja nichts exportieren, oder was? Ursen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die einfach, warte, was? Habe ich auch das Gefühl, dass die einfach nichts exportieren. Kunststofflager ist es doch, das ist doch dein Kunststoff, ja. Plastik. So. Die können das ja dann. Ach so, habe ich hier Garagen, ja. Die können das exportieren. Alter, 21.000 für. Oh, da gibt's 36.000 Simoleons für 1000 von Treibstoff. Hey! Cool.